Servus und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Legends of Eisenwald. Ein, ja, so wird's angepriesen, Oldschool-RPG. Schön rundenbasiert, so mag ich das. Richtig viel weiß ich darüber ehrlich gesagt nicht. Ich hab's auf Steam gesehen und einer von euch hat's auch in die Kommentare unter meinem neuen Projekte-Infovideo geschrieben. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach's das mal, weil es ist spottbillig, kostet 14 Euro und ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe noch überhaupt nichts ausprobiert. Es gibt anscheinend drei Klassen, das wusste ich aber schon. Es gibt einmal den Knight, die Baroness und den Mystic. Knight macht halt einen auf Nahkampf, Baroness hier schön mit der Armbrust. Und der Mystik kann, glaube ich, zaubern, soweit ich weiß. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal mit Heinrich an. Und das Spiel ist momentan in dem Steam Early Access. Und so wie ich das gesehen habe, noch sehr bugbelastet. Ich hoffe, das wird uns nicht unbedingt einen Strich durch die Rechnung machen. Das wäre sehr ärgerlich. Ich habe allerdings schon gesehen, mit Steam verträgt sich... mit Fraps verträgt sich nicht so gut. Man darf das Spiel nicht minimieren, dann schwitzt es nämlich ab. Naja, aber fangen wir einfach mal an. Und coolerweise ist es auch mit deutscher Sprachausgabe, zumindest die Textfensterchen. Deswegen, ich werde die mal vorlesen. Endlich, wir haben Seidlitz Ländereien erreicht. Noch ein paar Schritte und wir werden einen warmen Platz am Kamin und gute Gesellschaft finden. Berthold. Und einen guten Humpen Bier, hoffe ich. Nach den Goldsteiner Sümpfen habe ich bestimmt schon Schwimm heute zwischen den Zehen. Hoffentlich kommen wir bald in trockenere... Irgendwas. So viel zu den Bugs. Um euren Helden auf der Karte zu bewegen, klickt mit der linken Maustaste die Stelle an, zu der er gehen soll. Das wird dann wohl unser Held sein. Dann gehen wir mal zu diesem guten Mann. Heinrich, lange Stunden schon kämpfen wir uns durch diese Sümpfe und mir brennt eine Frage auf der Seele. Sagt, seid ihr sicher, dass wir noch auf dem rechten Weg sind? Lieber Berthold, meine Karte kann euch dies am besten beantworten. Wir können jederzeit nachschauen, ob wir noch auf den richtigen Pfaden folgen. Und da unten scheint die Karte zu sein. Okay, ist ganz hübsch. Das Kartenfenster ist mit dem Quest-Journal verknüpft. So kann man erkennen, wohin man bei einem bestimmten Auftrag gehen muss. Also das hier ist Quest-Journal, hier haben wir die Karte. Alle Aufträge sind in Kategorien unterteilt. Main, Additional, Complete, All... Und wir sollen die Burg Seidlitz erreichen. Drückt den Button mit dem Federkiel, um den Auftragstext zu sehen. Drückt den Button mit dem Kompass, um den Kartenregion zum Auftrag einzublenden. Hier müssen wir hin. Hier sind wir. Und dann würde ich sagen... Ja, das interessiert uns alles nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Was sind das hier für ein Flitzepiepen? Seid gegrüßt, Reisender. Herr Seidlitz schickt mich, euch zu seiner Burg zu gleiten. Denkt Klausin, ich hätte den Weg zur Burg schon vergessen? Drei Reisen sicherer als zwei, eure Hoheit. In letzter Zeit treiben hier, wie im übrigen Goldstein, Banditen ihr Unwesen. Ist dem so? Dann lasst uns nicht länger als loser Haufen reisen wie eine Gruppe Mägde. Verteidigungsformation! Und lasst uns schauen, ob wir zum Kampf gerüstet sind. Und dann können wir uns jetzt wohl unsere Truppen angucken. Das fand ich schon relativ interessant, wie ich das auf Steam Screenshots gesehen habe. Das hat mich also ein bisschen gereizt, das Spiel auch zu kaufen. Informationen über die Armee findet ihr auf der linken Seite des Bildschirms. Informationen zur ausgewählten Einheit findet ihr auf der rechten Seite. Oben seht ihr eure Formation. Wie ihr seht, könnt ihr maximal 12 Alpha-Einheiten befehligen. Ganz oben steht, seht ihr die vorderste Kampfreihe, die sich am besten für schwer gerüstete Truppen eignet. Darunter befindet sich die zweite Reihe, eine gute Position für Fernkämpfer und Stangenwerfer. Die dritte Reihe eignet sich am besten für Heiler und unterstützende Einheiten. Also es gibt anscheinend gut Abwechslung in den Einheiten. Platziert Berthold in der ersten Reihe. Der Jäger, der sich euch angeschlossen hat, sollte in der zweiten Reihe stehen. Platziert nun eure Helden je nach Klasse, um die Position einer Einheit zu ändern. Zieht die Einheit einfach mit der Maus auf das gute Feld. Ja gut, die stehen eigentlich schon ganz gut.
Das lassen wir auch so. Ihr könnt eine Einheimische auswählen. Wählt Berthold und drückt weiter. Ja, ja. Berthold. Dies ist die Gesundheitsanzeige. Bla, bla, bla. Was macht das? Angriffswert. Verteidigungswert. Gegen Fernkampf. Die Initiative bestimmt die Reihenfolge im Kampf, okay? Das ist Willensstärke. Je höher der die Willensstärke, desto mehr magische Kraft muss eine gegnerische Zauber aufnehmen, um diese Einheit in die Flucht Einheit zu verfluchen. In diesem Bereich werden Spezialfähigkeiten der Einheit angezeigt. Okay, ja. Ich würde mal sagen, das ist Genre-Standard. Erinnert mich so ein bisschen auf Heroes of Might and Magic. Falls das noch jemand kennt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Hey da, wer seid ihr? Ah, voller Kampfgeist, wie mir scheint. Ihr dort, könnt ihr dem Bischen sagen, dass er sich beruhigen soll? Von seinem Kreischen schmerzt mir die Ohren. Ich denke, es ist das Beste, wenn ihr mitkommt. Die Alternative ist nicht angenehm für euch. Seht, entweder zieht ihr eures Weges oder ihr trefft eine Entscheidung, die ihr bald bereuen werdet. Also trollt euch. Seid ihr alle krank im Kopf? Wir sind die Männer von Bestel dem Roten. Sollte uns das was sagen? Wenn ihr nicht zur Seite tretet, werfen wir euch in den Sumpf. Und es kommt auch schon zum ersten Kampf, okay? Also das sind unsere Leute und wir kämpfen gegen so ein paar billige Bauern. So, wie läuft denn das jetzt hier ab? Der ist dran. Berthold ist dran. Schaden 29, würde ich sagen, greifen wir einfach mal an. Ja, die Soundausgabe ist natürlich der Burner. Der Bogenschütze ist dran, der soll mal auf den hier schießen. Ich versuche jetzt mal kurz gleich auf Escape zu drücken und hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt. Man kann nicht auf Escape drücken. Okay, man muss erst den Kampf beenden. Ja, würde ich sagen, töten wir den hier mal. Oder auch nicht. Die haben jetzt quasi angegriffen, aber man hat nichts gesehen. Sehr schön. Der ist hinüber. Der wird erschossen. So mehr oder weniger. Man sieht die Pfeile nicht fliegen. Warum? Ach so, da ist noch ein gegnerischer Jäger. Deswegen hat der hier gerade Schaden bekommen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns... Ach so, wir müssen den hier angreifen, weil wir direkt davor stehen. Na gut, dann holen wir uns halt mit Berthold den Jäger und gehen hier nochmal auf den drauf. Sehr gut. Ah, der hat ganz schön was verloren, aber auch ordentlich Erfahrung gehalten. Was haben wir bekommen? 22 Gold erbeutet und das haben wir das auch bekommen, diese komische Mistgabel. Das ist die Zahl unserer Anhänger, aha. Sehr schön. Das sind unsere regulären Truppen, die Burgenunterstützung benötigen. Im Moment habt ihr nur einen Kämpfer dieses Typs, euren Helden. Aha. Das ist die maximale Anzahl an Truppen. Dies ist die Anzahl eurer Burgen. Haben wir natürlich keine momentan, wir haben ja gerade erst angefangen. Und wenn ihr im späteren Spielverlauf eine Burg an einen Feind verliert und die neue Burgunterstützung nicht mehr für alle Einheiten eurer Armee ausreicht, wird euch jeden Tag ein bestimmter Goldbetrag abgezogen, das in Höhe von der Größe eurer Armee abhängt. Also quasi ein Upkeep, falls jemand noch Warcraft 3 kennt und das auch früher gespielt hat. So, wo gehen wir denn hin? Also die... Nein, 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 nein. Die Burg ist ja irgendwo da oben. Also mit der Karte können wir hier irgendwie nicht wirklich rumhantieren. Naja, egal. Wo wollen wir denn hingehen? Wir müssen dahin. Also würde ich sagen, halten wir uns erstmal rechts. Auf geht's. Die Grafik finde ich eigentlich ganz nett für so ein Indie-Spiel, das jetzt gerade erst neu raus ist. Und wovon hängt das denn ab? Wie weit ich laufen kann? Gibt es hier irgendwelche Punkte oder so? Was ist hier überhaupt für eine Kirche? St. Elena. Die einzige Kirche in dieser Gegend wurde vom Großvater des jetzigen Barons errichtet. Okay. Hier ist ein Jahrmarkt. Naja, sieht eher wie ein normaler Markt aus. Ich würde mal sagen, das ist ein Übersetzungsfehler. Das können wir hier machen. Nix.
Okay. Wollen wir nochmal kämpfen? Ich würde schon sagen, oder? Bauer, viele Grüße, Eure Hoheit. Das war's jetzt, oder was? Schade. Na gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal einfach weiter. Was ist denn das? Ein Friedhof? Was kann man da machen? Oder kann man da überhaupt was machen? Das ist die bessere Frage. Alter Friedhof. Ein alter Friedhof, Dorffriedhof, auf dem die Gestorbenen dieser Gegend in ihre letzte Ruhestätte finden. Okay. Ich schätze mal, dass man hier eventuell dann seine toten Helden wieder auferstehen lassen kann. Ich weiß es nicht. Und hier ist eine kleine Stadt, Falkendorf. Und auch hier kann man irgendwie momentan noch gar nichts machen. Naja. Gehen wir erstmal hoch zur Burg. Wir sollen ja zu Klausinsburg. Dort ist Klausinsburg. Ich glaube sogar, ich sehe ihn dort oben auf der Mauer stehen. Auf der Ausschau nach Besuchern. Ja, natürlich. Das macht ein Baron doch immer. Wenn ihr sehen wollt, welche Truppen sich in einer Armee oder einer Garnison befinden, klickt sie mit der rechten Maustaste an. Ein ganzer Haufen. Das sieht mir mal verdächtig nach Ambrosstürzen aus, die hier. Das wird wohl Klausin sein und Schwertkämpfer, keine Ahnung. Wobei, das macht keinen Sinn, dass das Ambrosstürzen sind. Der Helm hat mich halt so ein bisschen erinnert. Aber naja, gehen wir erstmal rein. Mal gucken, was jetzt passiert. Seidlitz. Willkommen, Herr Heinrich. Es ist mir eine Freude, euch hier bei mir zu sehen. Hab Dank für eure Willkommensworte, Baron Seidlitz. Auch ich freue mich, euch wiederzusehen. Aber wenn ich mich nicht täusche, war euer Freund bei unserem letzten Treffen nicht dabei. Ah, lasst mich euch Berthold vorstellen. Er ist ein treuer Freund seit Kindestagen, wie man ihn sich nur wünschen kann. Unsere Freundschaft brachte uns schon durch manch heikle Situation. Wäre ich vor 3 Jahren ohne Berthold zur Bärenjagd aufgebrochen, würde ich heute nicht mehr vor euch stehen, Klausin. Tja, strotzt vor Klischees. Ihr habt einen festen Händedruck, mein Herr. Es ist gut, euch beide hier bei mir zu haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet keinen Ärger unterwegs. Nun ja, eine Gruppe Banditen griff uns nicht weit von hier an. Sie sagten, sie stünden unter dem Befehl von Bestel dem Roten. Euer Führer kam uns sehr gelegen und ein erfahrener Kämpfer ist ja obendrein. Das sind besorgniserregende Neuigkeiten. Aber ihr braucht Ruhe und Zeit, eure Kräfte wiederherzustellen. Heilt zuerst eure Wunden. Am einfachsten geht dies in einer Kirche. Kommt danach zu mir zurück und wir beraten, was mit den Banditen geschehen soll. Eins noch, da ihr meine Gäste seid, soll es euch an nichts mangeln. Nehmt dieses Gold. Das sollte für ein paar Tage reichen. Sogar für Burschen eures Alters. Ja. Jetzt wissen wir auch, für was die ominöse Kirche ist. Da können wir uns anscheinend heilen gehen. Mal gespannt, ob das auch wirklich funktioniert. Und das Ganze nicht nur Staffage ist, sag ich mal. Wir befinden uns in einer Kirche. Hier gibt es immer jemanden, der sich auf das Waschen und Behandeln von Wunden versteht. Markiert eure verwundeten Einheiten und klickt auf Weiter. Welt heilen. Alles klar. Dann. Ach, wir behandeln einfach mal alle. Haben wir ja genug Geld. So, die sind jetzt wieder fit. Und jetzt nochmal zurück zum Baron klicken. Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen schneller. Na, ja, ja, die Bugs, die plagen das Spiel noch ein bisschen. Aber das sollte jetzt nicht unser Problem sein. Nun, ich habe über eure Situation nachgedacht und vielleicht könnt ihr mir helfen und gleichzeitig Vergeltung am Bestel dem Roten üben. Herr Klausin, wenn ich euch behilflich sein kann, wäre mir dies eine Freude. Das ist gut zu hören. Ich bin mir sicher, dass ihr ihm eine Lektion erteilen könnt, was mir in meinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr so leicht möglich ist. Zuerst müsst ihr eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Aber natürlich, als erstes rekrutiert einen Soldaten. Dies könnt ihr direkt hier in meiner Burg erledigen. Achso, wir wird jetzt so langsam, aber sicher herangeführt. Ja, dann würde ich sagen, rekrutieren wir mal den guten Mann.
Die ist jetzt natürlich gestiegen. Was bist denn du für eine? Ein Soldat. Einfach nur ein Soldat. Was hast du für eine Waffe dabei? Eine Axt und ein Schild und ein Gambi zum Anziehen. Und ein Lederhelm anscheinend, obwohl das hier eher nach einem Eisenhut aussieht. Naja. Noch einen können wir leider nicht nehmen. Naja, macht ja nichts. Und so, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt jemand auf die Mütze geben? Ah, wir haben einen neuen Auftrag. Oh ne, hier. Erteilt Bestel dem Roten eine Lehre. Klauslin Seidlitz bat euch, um Bestels Banditen zu kümmern. Vorher jedoch müsst ihr Truppen anheuern und bessere Ausrüstung kaufen. Okay, bessere Ausrüstung kaufen. Wo kann ich das tun? Ich schätze mal auf dem Markt. Eventuell. Sehr gut. Aber Infanterie und Bogenschützen sind nicht genug für ein richtiges Gefecht. Zuerst einmal benötigt ihr einen Heiler. Danach wäre ein Priester keine schlechte Wahl. Seht mich nicht so an. Manchmal ist ein ehrliches Gebet wirksamer als der schärfste Stahl. Ich denke, das Dorf im Wald hat einen Heiler, den ihr vielleicht anwerben könnt. Die hiesige Kirche sollte euch einen Priester stellen können. Und außerdem seid ihr nicht genügend für einen Kampf gerüstet. Ihr werdet sicher etwas Passendes auf dem Jahrmarkt finden. Okay. Jetzt kommt so langsam alles ein bisschen zusammen und wir werden wissen, was wir da so alles kaufen können. Hieß es nicht, wir könnten hier jemanden anheuern? Moment. Ach, oder meinen die wirklich das Dorf im Wald? Also, das da hinten irgendwo. Aber wir gehen erstmal auf den Jahrmarkt. Was können wir denn kaufen? Leichte Armbrust, damals 10er Klinge und ein verzierter Stab. Ihr seht, hat jede Waffe ihre Eigenschaften und einen Preis. Kauft eine Waffe, die zu eurem Helden passt und drückt weiter. Zu unserem Helden. Ja, die Damaszenerklinge natürlich. So, kann ich die jetzt... Wie geht das jetzt? Oh, hier gibt's noch Rüstung. Kupferamulette, nicht richtig übersetzt. Tränke. Und Pferde. Ah, okay. Komm, wir kaufen uns mal ein Pferdchen. So, wenn wir jetzt raus sind, können wir das dann irgendwo einstellen? Achso, ja, jetzt können wir es ausrüsten. Ja, 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 ja. So. Mal gucken, wie besser wir jetzt werden. Ah, ein bisschen geht schon. Wo haben wir jetzt eigentlich unser Pferdchen abgeladen? Ich habe doch gerade ein Pferdchen gekauft. Wird uns nicht angezeigt, aber hier können wir anscheinend auch aufsteigen. Das können wir uns aber jetzt natürlich noch nicht leisten, weil wir haben ja noch nicht wirklich Erfahrung gesammelt. Wir sind ja immer noch Level 1 und wir brauchen noch eine ganze Menge zum Aufsteigen. Aber ich würde sagen, wir holen uns erst noch... Ja, ja... Links unter Inventar, bla bla bla. Ja, ich weiß ich doch alles schon. Habe ich doch gerade gemacht. Ist doch alles in Ordnung. Ich will jetzt hier. Hier will ich hin. Und ich glaube, das ist... Oh, Tag-Nacht-Wechsel. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt mitgerechnet. Finde ich aber eine coole Sache. Dieser heilige Mann wird im Kampf für uns beten. Und vielleicht beschützen uns seine Gebete besser als jeder Schild. Jetzt kämpfen wir mit Gott an unserer Seite. Und jetzt holen wir uns noch einen Heiler. Guten Tag. Oder eine Heilerin. Ist mir auch recht. Und ich würde sagen, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Deswegen machen wir hier mal einen Cut. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Legend of Eisenwald einschaltet. Denn ich glaube, in dem Spiel steckt ordentlich Potenzial und ist endlich mal wieder richtig schön oldschool, ohne dabei scheiße auszusehen. Deswegen schaltet ein. Wir sehen uns bis dann. Tschüssi.